Morgen, Freunde, und willkommen zu einem neuen Video von mir. Mittlerweile sind echt schon 5 Wochen von meiner Wettkampfdiät vorbei und ich wollte euch erstens ein kleines Update geben und zweitens meine ganzen Gamechanger in der Diät verraten, damit euch die Diät leichter fällt. Fangen wir an mit Punkt Nummer 1. Ihr habt schon ein bisschen meine Morgenroutine gesehen und ich bin immer noch dabei bei meiner Morgenroutine, und zwar bei meinem Morning Walk. Also ich habe wirklich jeden Morgen eine Routine, die ich durchziehe. Das fällt mir einfach leichter. Wenn man eine Routine etabliert hat, ist es einfacher, die durchzuziehen. Hat sich daran gewöhnt. Ich mache jeden Morgen zum Beispiel einen Morning Walk nüchtern, noch bevor ich esse. Also quasi nüchternes Cardio hilft auch ganz gut eigentlich. Das heißt, erstmal schon mal Bewegung und Schritte reinkriegen, bevor die ersten Kalorien reingehen. Und so startet ihr schon aktiv in den Tag. So, jetzt gibt es mein Frühstück und zwar mein Porridge Cake quasi. Also ich mache es mit Instant Haferflocken momentan. Da kommt jetzt noch Peanut Butter drauf und einmal Salz und Zimt, ganz wichtig. Game Changer bei meinem Frühstück, ich esse einfach jeden Tag dasselbe. Das hilft mir einfach, dass ich nicht so viel darüber nachdenken muss. Ich muss nichts eintracken. Ich wiege einfach nur alles ab. Ich kenne schon alle Mengen. Das heißt, es ist einfach wieder eine Routine. Ich esse jeden Tag dasselbe. Das schmeckt mir gut. Ich vertrage es gut. Ich verdaue es gut. Das sind Lebensmittel, die ich einfach gut vertrage und die meinem Körper gut tun. Ansonsten habe ich für den kompletten Tag einen Mealplan mit 4 Meals und ein Intra-Shake im Training mit EAAs. Das halte ich eigentlich auch meistens so ein, weil es einfach viel einfacher für mich ist, jeden Tag einfach das Gleiche zu essen, nicht so viel nachzudenken und nicht immer alles so zu berechnen. Aber trotzdem bin ich flexibel. Das heißt, wenn ich mal anstatt Kartoffeln, Maiswaffeln essen will, dann rechne ich das einfach um. Oder wenn ich einfach mal ein Meal komplett anders esse, dann tracke ich das einzelne Meal dann halt ein, so dass es mit den Makros passt. Das ist am einfachsten für mich und so kann ich einfach meine Diät chillig machen, habe nicht immer meine Makros im Kopf und muss rechnen. Einfach viel einfacher und müsst ihr so viel nachdenken, habe ich jetzt schon 10-mal gesagt. Yay! Tipp Nummer 3, zieht euch so früh wie möglich eure Sportsachen an. Ich habe jetzt schon ein bisschen gearbeitet, habe Videos geschnitten und so weiter und habe gleich meine Sportklamotten angezogen. Dann fällt es mir einfach leichter, nachher gleich ins Gym zu gehen und gammel nicht noch so in meiner Jogginghose rum. Und plant euch eure Trainingseinheiten ein. Also ich wusste ganz genau, heute gehe ich ins Training, habe meine Sachen gepackt. Wenn ich zur Arbeit gehe, packe ich meine Sportsachen schon morgens oder am Tag vorher. Mein ganzes Essen, meinen Shaker und so weiter, meine ganzen Sportklamotten packe ich alle schon ein, damit die ready sind, damit ich die gleich zur Arbeit mitnehmen kann, dass die im Auto sind. Und ich weiß einfach, ich gehe ins Training. Es gibt auch keine andere Option, nicht ins Training zu gehen. Dann habt ihr auch keine Option, Nein zu sagen und denkt nicht immer darüber nach, ob ihr Bock habt, ins Training zu gehen. Ich habe auch nicht immer Bock, aber was bringt es mir, darüber nachzudenken, ob ich Lust habe oder nicht? Ich gehe einfach, es ist geplant, dass heute Trainingstag ist. Mal mit mehr Motivation, mal mit weniger Motivation, aber Disziplin over Motivation. Ich mache immer 2 Trainingstage, 1 Tag Pause, 2 Trainingstage, 1 Tag Pause und so weiter. Jetzt gibt es auf jeden Fall mein Reisbrei, damit wir Carbs vor dem Training haben, Salz vor dem Training, nicht so viel Fett vor dem Training. Und nochmal ein Espresso, bisschen Koffein, einfach nochmal um wach zu werden und dann geht's zum Leg Day. Ich schicke jetzt auf jeden Fall noch meine Formbilder von heute Morgen an meinen Coach. Kleinen Formcheck wie jede Woche und dann schauen wir mal, ob ich was angepasst bekomme oder ob alles erstmal so bleibt. Ich hatte jetzt letzte Woche schon ein Lowest Weight-In von -4 Kilo zu meinem Highest Weight-In.
Das heißt, ich habe in den ersten Wochen auf jeden Fall vom Highest zum Lowest schon 4 Kilo abgenommen, weil wir einen aggressiveren Prep-Start gemacht haben. Ist jetzt nichts, was ich empfehlen würde, 1 Kilo pro Woche abzunehmen. Es ist aber auch im Durchschnitt gar nicht immer 1 Kilo gewesen. Macht es immer so, dass ihr euch jeden Tag wiegt und dann den Durchschnitt der Woche ausrechnet und dann immer den Durchschnitt der Woche zur Folgewoche immer miteinander vergleicht und 200 bis 500 Gramm Abnahmerate ist eigentlich ein ganz guter Richtwert. Das Gewicht vor allem auch bei Frauen schwankt natürlich sehr. Ich bin jetzt auch wieder ein bisschen über meinem Lowest Weigh-In gewesen heute Morgen. Sind halt auch immer viele Wasserschwankungen, auch hormonell bedingt, vor allem bei Frauen. Also macht euch da keinen Kopf, wenn euer Gewicht vom einen auf den anderen Tag mal ein halbes Kilo hochgeht. Wahrscheinlich habt ihr dann einfach nur Wasser gezogen, weil so schnell könnt ihr kein Fett zunehmen. Und nochmal zum Wiegen, es ist auf jeden Fall wichtig, dass ihr euch immer um die gleiche Uhrzeit und zu den gleichen Umständen wiegt, also zum Beispiel immer morgens nüchtern wiegen, damit euer Gewicht einfach vergleichbar ist und dann, wie gesagt, immer schön den Wochendurchschnitt ausrechnen. So, Tipp Nummer 5, glaube ich, was natürlich in der Diät immer wichtig ist, seine Muskeln quasi zu schützen, also genug Protein zu sich zu nehmen. Erstens, deswegen habe ich immer im Training meine EAAs und zweitens, ich track mein Training, das heißt, ich kann immer genau schauen, dass ich mich entweder sogar steigern kann, was für Muskelwachstum steht, oder dass ich einfach die gleichen Gewichte wie letztes Mal mache, also meine Muskeln quasi halten kann. So geht ihr quasi sicher, dass ihr in der Diät keine Muskeln verliert, weil ihr quasi weniger Kalorien zu euch nehmt. Weil der Körper natürlich zuerst Muskeln abbauen würde, wenn er nicht mehr genug Energie bekommt und die Muskeln nicht mehr benutzt. Deswegen immer schön euer Training tracken, damit ihr gleichbleibende Leistung erbringen könnt. Nächster Tipp. Dieses Cardio-Fahrrad ist wirklich Gold wert. Ich habe es mir bei eBay Kleinanzeigen gekauft und das macht einfach mein Cardio unabhängig. Wenn ich am Rest-Day Cardio machen muss, dann muss ich nicht jetzt immer unbedingt extra ins Gym gehen, sondern kann auch zu Hause mein Cardio machen. Ist einfach chilliger und spart mir Zeit. Guten Morgen, Freunde. Es ist tatsächlich schon der nächste Tag. Gestern ging es mir nach dem Training gar nicht mehr gut, ehrlich gesagt. Deswegen ist mein Meal Prep ins Wasser gefallen. Normalerweise hätte ich gestern noch vorgekocht. Das werde ich dann heute Abend machen, zeige ich euch auf jeden Fall noch ein bisschen. Nächster Tipp wäre auf jeden Fall Meal Prep. Ich habe zum Glück immer solche fertigen Essen von Prozis in meinem Gefrierfach. Da gibt es auch die Diet, das hat jetzt nur 36 Gramm Carbs, aber 34 Gramm Protein und nur 10 Gramm Fett. Das heißt, das kann ich perfekt mit zur Arbeit nehmen und da in der Mikrowelle schnell warm machen. Und dann werde ich heute Morgen mein Essen vorkochen. Ganz wichtig, vorkochen. Dann habt ihr immer ein gesundes Meal dabei. Ihr habt keine andere Möglichkeit, euch irgendwas Cheatiges irgendwie draußen zu holen und seid dann einfach immer safe mit euren gesunden Meals. Deswegen war das der letzte Tipp und ich zeige euch später noch mein Vorkochen. Jetzt geht's erstmal zur Arbeit. Wir sind jetzt zu Hause von der Arbeit und jetzt steht erstmal das wöchentliche Meal Prep an, was eigentlich hätte gestern stattfinden sollen.
Für mich gibt es einmal Gemüse. Ist am besten in der Pfanne, vor allem wenn ihr so TK-Gemüse habt. Zweitens, meine Kartoffeln im Airfryer. Airfryer ist einfach Gamechanger für mich, vor allem für Kartoffeln. Für meinen Boy gibt es Reis, falls es für mich auch mal Reis geben sollte. Reiskocher, nächster Gamechanger. Einfach viel geiler und viel einfacher. Und dann gibt es für mich noch Hähnchen dazu. Der nächste Gamechanger für mich ist da natürlich ein geiles Gewürz. Das macht es einfach nochmal viel geiler, viel leckerer. Ihr könnt auch jedes Mal ein bisschen einen anderen Geschmack quasi nehmen, damit es nicht immer langweilig und fad und öde schmeckt. Nehmt euch auf jeden Fall gleiche Tupper. Und für mich gibt es jetzt dieses Mal nur 3 Meals, also meine Mittagessen. Wenn die Tupper alle gleich wiegen, könnt ihr euch euer Essen viel leichter abwiegen. Also ihr wiegt dann quasi die ganze Menge von gekochtem Brokkoli, macht das geteilt durch 3 und könnt es dann ganz einfach aufteilen. Wichtig ist aber natürlich immer, eure Sachen roh bzw. gefroren zu wogen, so wie es halt auf der Packung quasi draufsteht und nicht in gekochtem Zustand zu wiegen. Mein Frühstück mache ich mir immer ganz frisch morgens, da gibt es immer dasselbe. Und wenn ich zur Arbeit gehe, mache ich mir gleich mit meinem Frühstück eine zweite Portion Reisbrei mit dazu, was es dann als Pre-Workout gibt. Das nehme ich mir einfach mit. Das heißt, ich habe morgens mein Frühstück, dann preppe ich mir mein Meal Prep Pre-Workout. Mein Mittagessen ist sowieso schon gepreppt und abends mache ich mir dann noch mein Eiklar oder mein Quark. So habe ich dann meinen ganzen Tag, jeden Tag gepreppt und geplant und vorbereitet. So kann nichts mehr schief gehen. Und ich hoffe, ein paar Tipps waren für euch auch dabei und ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Falls es euch gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Vor allem nicht meine Prep. Es wird jetzt nämlich jede Woche spannender auf jeden Fall. Und im Frühjahr nehme ich euch auf alle Wettkämpfe mit. Darauf freue ich mich schon mega. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.